Hallo, guten Tag. Ich bin Jürgen Jansen und das ist H2 Minute. Ich begrüße Sie wieder an diesem zweiten Video und zeige Ihnen nun einige interessante Sachen über Wasserstoff. Nun, bevor wir in die Tiefe gehen, noch ein paar Sachen, damit Sie wissen und sehen, welche Größe dieses Molekül, obwohl es ja so klein ist, für uns haben kann. Wir sprechen nun von Wasserstoff hier, nicht von dem Wasserstoff, der gebunden ist auf der ganzen Welt, im ganzen Universum. Fast jedes Element, fast jedes Teil, was wir kennen und sehen, ist mit Wasserstoff gebunden. Das meiste und das bekannteste ist natürlich das Wasser. Davon reden wir nicht. Wir reden von den ungebundenen Teilen, von dem Wasserstoff, der ungebunden ist. Nun, das ist also H2. H2 ist also ein hochentzündliches Wasserstoffgas. Nun, Achtung, wir reden jetzt nicht von Knallgas, was vielleicht viele meinen oder in der Schule als Experiment gemacht haben, sondern wir reden von dem Gas, der eine so geringe Dichte hat oder eine so geringe Konzentration hat, dass dieses sogenannte Knallgas nicht funktioniert und existiert. Knallgas existiert bei einer Konzentration von 4,6%. Und wir reden in dem therapeutischen Bereich von einem Bereich von 0,00000%, 1, 2 oder 3. Das nennt man ppm, Part per Million. Sie können also ganz unbesorgt Wasserstoff zu sich nehmen, denn Wasserstoff, das ist der Punkt, worauf wir jetzt kommen, ist ein Therapeutikum. Das war nämlich genau die Frage, was kann Wasserstoff für Sie tun? Wasserstoff ist antioxidativ. Sie kennen Antioxidantien. Antioxidantien sind in Früchten, in Vitamin C, in Vitamin E und vielen anderen. Natürlich ist das etwas Gutes, wie Sie sich wahrscheinlich auch vorstellen können oder auch wissen. Antioxidative ist die erste Eigenschaft. Dann haben wir natürlich eine antientzündliche Eigenschaft. Das ist ganz besonders wichtig auch für den Sport oder für alle Bereiche im Körper, die zu einer Krankheit führen. Es hat gleichzeitig noch eine antiadipositative Eigenschaft. Ja, das heißt also, es ist dafür auch da, Fettzellen mit zu verbrennen. Aber nicht so einfach mit 2 Liter Wasser gleich 3 Kilo Fett wegbrennen, so geht es nicht. Und weiterhin hat es natürlich eine aufbauende Wirkung. Das heißt, es fördert und ja, kurbelt einfach die Produktion von anderen körpereigenen Antioxidantien an. Das wären zum Beispiel Dismutase, Katalase, vielen ist das vielleicht weniger ein Begriff, aber Glutation hat wahrscheinlich der eine oder andere schon gehört. Glutation ist also auch etwas, was im Körper produziert wird, damit es im Körper regulierend wird. Das heißt, Teile unseres Immunsystems. Nun, es ist also ein selektives Antioxidans und Antioxidantien, die wir sonst kennen, wir kommen nachher auch in einem späteren Video darauf, ist ein Mittel, was die freien Radikalen eliminiert. Selektiv bedeutet, es sucht nur diese aus, die uns schaden, die anderen lässt sie liegen. Das ist kurz dazu gedacht. Dazu werden wir, wie gesagt, in einem weiteren Video gerne kommen. Nach dieser Eigenschaft hat es natürlich auch diese genregulierende Eigenschaft, die eben in unserem Körper wunderbar auch zum Tragen kommt. Wir wissen nun, dass es viele therapeutische Eigenschaften gibt und wir wissen nun, dass dieses Gas 600 Studien in der Nachweisung hat, dass es auch wirklich so wirkt. Nun, diese Studien sind nicht gekauft. Auch nicht von der Pharmaindustrie, auch nicht von uns initiiert. Die sind in den ganzen letzten vielen, vielen Jahren meist in dem östlichen Bereich der Welt durchgeführt worden, mit fähigen, guten Wissenschaftlern. Nun wissen Sie einiges über H2 im Grundteil. Das, was vielleicht noch dabei kommt in diesem kurzen ersten Video, ist die Zellsignalmodellierung. Vielen ist das auch weniger ein Begriff, aber auf all diese Teile gehen wir im Einzelnen gerne darauf ein. Nun, ich hoffe, es hat Ihnen etwas gefallen. Wenn ja, dann bitte liken. Und wenn nein, dann schreiben Sie mir ganz einfach. Und wenn Sie andere Dinge haben, wie gesagt, einfach schreiben, damit wir diese Dinge mit reinbekommen, damit wir Ihre Fragen beantworten.
Das war Jürgen Janssen von Age to Minute.